Es ist natürlich sehr interessant, wie baut man dann so eine Gitarre? Und da kann man nur dazu sagen, man muss die natürlichen Gegebenheiten einfach benutzen. Und damit kriegt man auch, wenn man das weiß, die richtigen Zeitpunkte, um bestimmte Arbeiten durchzuführen. Im Herbst wird das alles selektiert, dann sucht man das Holz im Holzlager so zusammen, dass es in sich wieder eine geschlossene Gemeinschaft gibt. Und im Bau, den wir dann im Winter in der trockenen Jahreszeit machen, also bauen wir hier unsere Korpus und verleimen die. Bis das Instrument dann fertig wird, ist es wieder Herbst und erst dann geht es wieder los mit der nächsten Materialvorsorge. Man muss schon ein paar Jahre gut abgelagertes Holz haben und mindestens 10 Jahre soll das Holz liegen. Die Zellwände kriegen dann irgendwo Risse und dann sind sie nicht mehr so fähig, Wasser zu speichern und durch das trockene Holz klingt das Ganze auch. Der Josef Hauser war der Firmengründer und der hat sich in erster Linie darauf spezialisiert, dass er Zittern gebaut hat und ist dann auch später königlich bayerischer Hoflieferant geworden. Der Hermann der Erste hat praktisch die Firmentradition weitergeführt. Dann kam 1913 durch die gitarristische Vereinigung der Miguel Lopet aus Spanien und brachte das erste Mal eine Gitarre aus der spanischen Tradition nach München. Es kam dann auch noch 1924 Andres Segovia, der berühmte spanische Virtuose wie der Lopet, nach München. Brachte natürlich dann ein Hauser den Lopet und den Segovia immer wieder zusammen und der Hermann Hauser der Erste konnte dadurch nicht nur die spanischen Gitarren testen, wo sich die Instrumente unterscheiden zu den eigentlich in Mitteleuropa üblichen Instrumenten. Und auf diese Art und Weise hat sich die Gitarre weiterentwickelt. Ist natürlich auch dann mein Vater 1952, nachdem der Großvater starb, in die Fußstapfen getreten und hat unter seinem Namen dann die ersten Instrumente gefertigt. Und so ging es dann weiter, bis dann ich in die Fußstapfen meines Vaters wieder treten konnte. Ich habe inzwischen eine Tochter, die auch in meinem Beruf jetzt arbeitet. Meine Kunden, die kommen aus der ganzen Welt. Und ist natürlich klar, wenn man so einen Traditionsbetrieb weiterführt, da hat man auch den Vorsprung des guten Namens. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, auch wenn man einen guten Namen hat und bekannt ist, muss man natürlich sich immer wieder messen lassen mit denen, die vorher gearbeitet haben in der Firma. Und so ist es über die Traditionen auch weitergegeben worden, dass hier Künstler von der ganzen Welt bei uns ein- und ausgehen. Man kommt letztendlich an der Hauser-Gitarre nicht vorbei. Das ist etwas, was einen schon ein bisschen stolz auch macht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch dementsprechend stark verpflichtet. Und ich finde es irgendwie toll, dass man da in der Beziehung immer schönere und bessere Instrumente kriegen kann.